Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei meiner Rubrik wieder 5 Fragen an. Und heute möchte ich sie Christian stellen. Und erzähl doch erstmal den Menschen, die dich vielleicht noch nicht kennen, was du so machst, was deine Botschaft sozusagen auf deinem Kanal ist. Okay. Zum einen ist meine Stimme heute nicht die beste, normalerweise ist sie besser. Das wollte ich mal ganz wichtig sagen, dass die Leute nicht denken, ich habe irgendwie eine Alkohollunge oder sowas. Raucherlunge, meine ich. Also, ich bin Christian. Whisky-Stimme, ne? Whisky-Stimme. Ich kenne mich da nicht aus, ich habe mein Leben noch kein Alkohol und keine Zigaretten genossen, aber das ist nicht meine Message. Meine Message ist, jeder, wirklich jeder hat das Potenzial, die Welt zu verbessern. In seinem kleinsten Umkreis, in seiner Familie. Und das sind dann sowieso so kleine Tröpfchen, die dann immer weitergehen und dann halt sich zu größeren Tropfen formen. Und das ist einfach meine Message. Menschen zueinander finden, Welt verbessern und einfach nur Idealismus pur. Ne? Und das ist einfach so meine Message. Aber deine 5 Fragen sind bestimmt nicht, was meine... Oder war das schon die erste Frage? Nein. Wollte ich nur vorstellen. Und YouTube-Kanal Raw Spirit. Sehr zu empfehlen. Genau, mein Kanal. Guckt vorbei. Ja. Okay, deine 5 Fragen. Ja, meine 5 Fragen. Sind das spezielle 5 Fragen an mich oder sind das generell so, die jeder von Latz geknallt kriegt? Da habe ich im Moment immer dieselben, aber okay. Vielleicht entwickelt sich das nochmal weiter. Ja, okay, dann die erste Frage ist, wie bist du zu einem zu diesem bewussten Leben gekommen? Also gab es da einen Auslöser, irgendwie, dass du bewusster geworden bist? Gab es einen Auslöser und zwar habe ich darüber reflektiert, was macht mich glücklich? Und das macht ja, glaube ich, jeder, dass jeder irgendwann an einen Punkt kommt und sagt, was macht mich glücklich? Und dann habe ich das, sozusagen das Glück quantifiziert. Ich habe mein Glück, was ich gespürt habe, habe ich von 1 bis 10 aufgeschrieben und dann über jeden Tag verteilt dieses Glück analysiert, wie viel das mal ist von 1 bis 10. Mhm. Und da kommt man dann halt zu sehr interessanten Ergebnissen. Zum Beispiel habe ich mir damals ein Auto gekauft für 40.000 Euro. Hat ein Glücksgefühl von 9 ausgelöst für 8 Tage. Und dann ist es langsam abgeschwächt. Und dann hatte ich einen schönen Abend mit Freunden. Das hat mich 5 Euro gekostet, ein bisschen was mitgebracht und das war's. Und das war ein Glücksgefühl von 8 und über ungefähr 6 oder 7 Tage waren es, glaube ich. Es war fast ähnlich. Das eine hat 5 Euro gekostet, das andere 40.000 Euro. Mhm. Und da habe ich gedacht, hey, es lohnt sich mal über die eine oder andere Sache im Leben nachzudenken. Mhm. Und das war so der Ausgangspunkt. Und dann gibt es noch viel mehr, aber das ist in so einem Format jetzt eher zu viel. Genau, das war der Auslöser. Klingt voll spannend. Ja. Voll der gute Tipp. dann die nächste Frage, was ist dir wichtig im Leben? Was mir wichtig im Leben ist? Mhm. Das Problem ist, wenn ich sage, was wichtig im Leben ist, dann tue ich mich als Person, also wir reden jetzt sehr tiefschichtig mit wichtig im Leben. Also oberflächlich kann ich ja sagen, ich habe noch Hunger oder so. Aber was mir wirklich wichtig im Leben ist, dass ich mich nicht zu wichtig nehme, sondern dass ich bin Leben. Ich habe nicht ein Leben, sondern ich bin Leben und ich bin auch mit allem verbunden. Das heißt, wenn ich mir sage, was für mich wichtig im Leben ist, fühlt sich das schon als Aussage für mich komplett falsch an. Mhm. Weil ich bin das Leben und ich möchte mich mit allem verbinden und deswegen, wenn ich dann ich was möchte, dann wäre es das halt eben das, dass ich nichts möchte. Mhm. Das ist mir wichtig. Okay, ja. Spannend. Hast du, die nächste ist... Mein Arm wird übrigens langsam schwer, ich muss übertragen. Übernehm du mal. Genau, nenne uns mal 3 Dinge, die dir Kraft geben. 3 Dinge, die mir Kraft geben. Ganz am Anfang Sexualität. Sexualität gibt mir wirklich absolut Kraft. Also auch Sexualität ist nicht nur der Sex an sich, sondern es ist die Zärtlichkeit, es sind die Berührungen. Ne? Wenn man jemanden streichelt, wenn man jemanden umarmt und wenn man das gibt Kraft, das gibt Lebenskraft. Und das liegt nämlich auch das, wenn man sich mit den Leuten verbindet, energetisch auf eine Ebene kommt. Und das kann man halt in der Zärtlichkeit, in der Sexualität besonders gut. Und das finde ich das Erste, was mir richtig viel Kraft gibt, Sexualität. Was mir jetzt kommt, Auto, müssen wir mal kurz einen Schritt nach vorne gehen. Was mir noch Kraft gibt, jetzt muss ich erst mal überlegen, das erste war leicht. Was mir noch Kraft gibt, was gibt mir Kraft? Was gibt mir Kraft? Naja, was mir Kraft auf jeden Fall gibt, jetzt muss ich sagen, mehr Kraft als vorher ist die Ernährung. Also eine bewusstere Ernährung gibt einen natürlich auch mehr Kraft, logischerweise. Aber es ist so simpel, aber egal, wir müssen ja 3 Dinge finden. Ja, und das letzte ist einfach generell die Liebe. Also auch nicht die Sexualität, also die körperlich manifestierte Liebe, sondern die Liebe an sich, die Liebe der Menschen, die ich auch spüre über virtuelle Netzwerke oder so weiter. Also wenn man interagiert, auch wo jetzt nicht Körperlichkeit dabei ist. Einfach die Liebe zu sehen, der Mensch, jeder Mensch möchte geliebt werden. Und das spürst du. Selbst der islamische Freiheitskämpfer, der den Leuten den Kopf abschneidet, der will geliebt werden. Aber der weiß es nur noch nicht. Auf jeden Fall, und das ist eben genau die Sache. Jeder Mensch will geliebt werden. Und ich bin so der festen Überzeugung, dass die Liebe einfach Kraft für alles ist, dass alles Liebe ist. Und das entsprechend ist für mich auch Kraft, Liebe. Ach, natürlich blöd, als zweites Ernährung genannt, als drittes was die Liebe. Wir schießen jetzt so von oben nach unten und egal, weiter geht's. Frage beantworten. 4. Ja.
Hast du einen Tipp für die Leute, die das sehen, für ein zufriedenes Leben? Ja, abonniert den Kanal YouTube, Raw Spirit. Tu den Kanal Raw Spirit. Weil bei mir jeden Tag gibt es eine Anregung für ein bewussteres Leben, wo man wirklich Sachen hinterfragt, wo man eigentlich schon sicher ist. Und das ist, da liegt auch der Schlüssel in der Bewusstheit. Viele nennen das Bewusstsein, aber Bewusstsein ist eher die nicht denkende Ebene. Bewusstheit ist das, was in unserem Kopf abgeht. Wenn man sich über Sachen bewusst wird, wenn man darüber reflektiert. Und das sollte man bei sehr vielen Dingen tun. Wir haben so viele Sachen gelernt, die wir gar nicht mehr hinterfragen. Bei mir waren das 35 Jahre lang die Ernährung. Die habe ich überhaupt nicht hinterfragt. Und deswegen bewusst die Dinge hinterfragen. Und dafür sucht euch jemanden, der euch da inspiriert. Weil wenn du einmal in diesem Tunnel drin bist, ist es ganz schwer, was zu finden. Sucht euch da Inspiration, wo ihr irgendwo einen Input herbekommt. Und da deswegen tatsächlich Raw Spirit als Kanal oder jeden anderen YouTube-Kanal, wo es um bewusstes Leben geht, Inspiration zulassen und dann wirklich bewusst darüber reflektieren und vor allem dann dabei immer Demut an den Tag legen. Wir Menschen wissen so verdammt wenig. Vor 1000 Jahren, wir lachen über die Menschen vor 1000 Jahren. Vor 1000 Jahren, die haben gelacht über die Menschen vor 1000 Jahren. Und in 1000 Jahren, da werden die Leute über uns lachen. Und wir stellen uns hin und sagen, ja, Wissenschaft, Physik, Mathematik, wir sind ganz weit und so weiter. Wir sind auch nur quasi so ein Scheißhaufen, wenn man die Evolution dann betrifft. Deswegen demütig sein bei seinem Denken. Immer wissen, dass man selber eigentlich nichts weiß. Und das ist ein ganz, ganz großer Tipp. Mhm. Ja, also lernen schon, glaube ich, zwei Tipps. Mach lieber die fünfte Frage. Die fünfte Frage ist, ob du ein Herzensanliegen hast, was du mit den Menschen teilen möchtest. Na, habe ich eigentlich schon fast gesagt. Also liebt euch, liebt wirklich Liebe, Liebe, einfach nur Liebe in den Arm nehmen und lieben und auch offen sein dafür. Das ist erstmal wahrscheinlich der erste Schritt, diese Mauer abzulegen gegenüber anderen Menschen. Liebe, einfach nur Liebe. Das ist eigentlich mein größtes Anliegen. Ne? Liebe. Okay. Ich danke dir, Christian. Liebe. Okay, ja. Ich danke dir sehr, für, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Und bis bald. Alles klar. Tschüss. Cool.